Ja, herzlich willkommen, meine lieben Freunde, und wir grüßen euch zum nächsten Part, und zwar genau zu seinem Part Nummer 35 der Daddy Deadness-Reihe. Mit dabei natürlich der liebe Herr von Unzug, Becky Back the Gambler. Sehr geil. Willkommen, meine Freunde. Und im letzten Part sind wir in diese Polizeistation eingedrungen und sind wir quasi in einem Parkhaus und müssen uns durchschlagen. Mhm. Und da britzelt es schon fleißig vor sich hin. Fleißig. Aber wir kommen nicht durch. Genau, jetzt müssen wir irgendwo gucken, dass wir den Strom da abschalten. Ja, oder wir können wie? Einfach umgehen, indem wir hier langlaufen. Ja, das wär, stimmt. Das wäre, glaube ich, die bessere Variante, oder? Ja. In der Hoffnung, dass das Wasser nicht mit dem Wasser da drüben verbunden ist. Ja, genau. Also meine Machete geht schon ab, ne? Meine Total Overdose Extreme Shock Machete. Ja, richtig geil. Machete, weißt du? Ist auch das englische Wort für Machete. Ey, ich bin gerade aus. Ich dachte so, wo ist meine Waffe, gell? Dann sehe ich. Was sehe ich? Da habe ich Alkohol in meiner Scheiße. Jetzt hätte ich fast wie einen Alkohol gesoffen. Kennst. Kotzt so an. Warte mal, mal gucken, was es hier noch gibt. Und machen die da die Jalousien runter, Mann? Ja. Ah, damit es eine düstere Atmosphäre hat, machen wir mal die Jalousien runter. Wir sind in der Polizeistation, da wird ACAB an die Wand mit Graffiti an die Wand betätigt. Ich glaube, das waren die Polizisten. Genau. Boah, das ist. Ah! Ich beleb mich wieder schnell, bitte, wenn du noch was hast. Ach du Scheiße! Das ist. Oh Gott, das ist sein Leben wichtiger als meins. Hä, wo ist. Hä, konnte ich gar nicht. Da kam doch der Typ und hat mir auf mich eingehackt. Ja, scheiß auf den. Ja, ja, scheiß auf den, lass dich killen, lebe ich wieder und du kriegst Geld abgezockt. Dann. Ich hätte dich auch wieder beleben können, ne? So ist es nicht. Ja. Gott, so läuft es in den Far Cry Outtakes. Da ist die geile Stelle. Du weißt, ich sterbe, du belebst mich, du stirbst, ich belebe dich, naja. Dann sterbe ich wieder und sind wir tot. Richtig geil. Richtig am Stück, richtig geil. Wollen wir dem Typen jetzt da helfen oder? Den da hinten. Ja, können wir machen. Ich hab aber keine Lust, muss ich ehrlich sagen. Ich auch nicht. Na gut. Ausnahmsweise. Take this key and put it into the control panel on the wall. Every cell door will open. From here on out, I can take care of myself. Gut, die Punks haben diese Wache übernommen und ihn hier eingesperrt. Oh nee. So kein Bock auf die. Scheiß Punks, ohne Witz. Ey, da ist wieder so ein fetter. Ja, ich hab's gehört. Fetter Fatboy. Aber den lassen wir mal außen vor. Ach, der ist hier drin? Okay, wir können ihn. Ja, das meine ich doch. Wir können ihn doch nicht außen vor lassen. Ich benutze mal die AK. Aber nicht die AKA. Nee. Nee. Gott, wie schwach die ist. Ja. Jetzt kommt der rausgestürmt. Ist die leer? Hab ich einen Molly? Nee. Jawohl, der ist schockiert. Oh, geil. Schockiert. Also, schockiert? Was? Es, glaubst du, dass er ziemlich schockiert von dir ist? Ja, auf jeden Fall. Oh, ich hab Power-Modus. Aber kein Power-Ranger-Modus, oder? Nee, nee. Batman. Achso, ich benutze mal die Workbench. Oh ja, gute Idee. Alter, bei mir hat alles 100% außer meine Axt, sehe ich gerade. Gott, das gibt er wieder an hier. Gott, das gebe ich wieder an. Nur weil ich, einen Moment, nur weil ich 10.734 Dollar hab. Oh. Ist es dein fucking Ernst? Ja. Wie viel hast du? 200? 600 irgendwas. Ach du Scheiße. Ja, ich hab mir keine AK gekauft. Ja, okay. Scheiß überteuerte AK, die wurde unbedingt bei diesem heruntergesetzten Angebot zugreifen wolltest. Good on you. Yeah. I can take it from here. Hm. Okay. Was ist das für ein Ding? Das war jetzt gar nicht mal. Das war jetzt gar nicht mal so schwer. Nee, überhaupt nicht. So ein Polizeiknüppel. Den hab ich mir gekrallt.
Glaubst du, damit kannst du Knüppel dick machen? Nee. Mal gucken, wie der so ist. Also, er sieht auf jeden Fall ziemlich gay aus, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Wie ein Zeigestab von einem Lehrer. Ja, soll ich auch gerade sagen. Genau. Aber echt. Unser cooler Fahrschullehrer mit seinem Laserpointer, wie er immer angeben muss. Oh, ich habe einen Laserpointer. Ja, wie der immer Leute anleuchtet, weil er den Namen von, weil er den Namen von denen nicht kennt. Ah, du da hinten mit dem Laser, ich leuchte dir mal ins Auge, damit du weißt, wen ich meine. Also der Knüppel, der kann sich definitiv sehen lassen. Also knüppeldick, oder? Oh Gott, das sagt dir wieder Sachen, von denen ich nichts weiß. Ach, das sind ja Punks! Oh nee. Mach mal Ultra, mach einen Ultra-Modus. Okay. Alter. Jawohl, Pistolenmuni. Wie viele Messer der gebraucht hat gerade. Ich hab's gesehen. Unglaublich. Sind doch nur gegen Zombies gut, wahrscheinlich. Schon. Aber ich hab mir Muni gekrallt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hab leider keine Pistel. Ich benutze mal hier mein explosives Messer, könnte ich. Nee. Das wäre eine Verschwendung, würde ich sagen. Du hast ja nur eins davon, ne? Ja. Sind alle da. Ich hab's ja nicht zum Aufheben, oder? Ja, aber bei so lächerlichen Punks doch nicht. Naja, hat mal gesehen, wie viel Messer der gebraucht hat von meinem Power Ranger Modus. Ja, mit Schüssen ist er schnell down. Ja, das stimmt. Ich würde das Ding mir für einen Juggernaut aufheben. Ja, okay. Oder für einen fetten. Klingt vernünftig. Oh, Automat, das ist geil. Das kommt mir sehr gelegen. Ja, mir kam es auch gelegen. Aber hier werden genauso Energy Drinks. Ach Gott, ach Gott. Gerade du mit einer Finanzkrise zu sein. Ja. Achtung, da tummeln sie sich wieder. Oh nee. Der eine ist down. Das Geile bei den Punks ist, dass man wirklich seine Munition wieder auffüllen kann. Boah, das ist echt geil. Boah, Hilfe! Was? Stürm du mal rein. Wie viel da sind? Keine Ahnung. Ich bräuchte echt mal eine Waffe, jetzt sehr dringend. Ja, hol dir eine von denen hier. Wenn ich die aufheben kann. Mal schauen. Kann ich nicht. Ach, egal, wir kommen mal so klar. Auch mal Level 30. Vertreib. Wer braucht schon Level, um eine scheiß Waffe zu benutzen? Ah, mein Level ist zu niedrig, deswegen kann ich mir die Waffe nicht aufheben. Bist du soweit? Hier rein? Ja. Ah, oh, da warten sie wieder, da campen sie. Ah ja, was sonst? Scheiß Noobs. Aber echt? Kurz, kommt her. Ach du Scheiße, wie viele da sind. Guck mal auf die Map. Oh. Oh. Moment. Was? Ach Gott. Nein, jetzt nicht. Was? Weil ich davor sitz. Ach du Scheiße, das kann jetzt nicht dem sein Ernst sein, ne? Schublade ist davor. Sehr geil. Leider. Scheiße. Leider wurde ich jetzt auch mal. War ich jetzt auch mal dran. Ja, wieso auch mal? Ach so, stimmt. Was sonst immer bei dir ist. Ja, stimmt. Oh, jawohl. Nimm die scheiß Muni von dem. Der nimmt sie nicht. Was, ich? Ich. Also. Ich glaube, das dürfte es gewesen sein, oder? Hoffentlich. Ich soll die ganze Munition mitkrallen. Was, ich kann keine mehr nehmen? Keine Muni? Ich bin voll. Ich kann überhaupt nichts nehmen. Das kotzt voll an. Ja, du musst mal mehr leveln. Ja. What the hell is wrong with you? Get out! You two, go!
I just tried to help. I tried. It's all right, love. We're getting you out of here. Christ, what did they do to you? I just want to go. Fuck her, man. Bitch sold us out. Hey, come on, man. We're a team, right? We stick together. That's exactly why she shouldn't come with us. We all could have died. She fucking lied to us. I'm not saying leave her here. Give her to the nun. If we could head to the hotel. She made a mistake. She was trying to do the right thing. Let's just take the supplies back to the resort and get her off the island. She doesn't belong here anyway. I'll go look for the goddamn car. And what if she make another mistake? I don't think she'll be making that one again. Okay, die Olle hat uns verraten. Aha. Dumme Ho. Was? Hä, was? Ich musste husten. Oder? Was? Du musstest husten? Was? Oh Gott! Ach du Scheiße. Okay, wir nehmen eine neue Quest von der bitch-movenden Snitch hier an. Streberin. Genau. Oh, neues Upgrade! Yay! Hab ich denn so? Ja, hier ein bisschen Panzerung erhöhen, ne? Damit die Haut dicker wird. Gucken, was ich hab. Au, au. Na. Was könnte ich da denn nehmen, Schönes? Ey, Dennis? Ja? Guck mal, wo ich bin. Oh, nee, bitte. Es kann nur... Oh nein. Das macht jetzt Spaß. Boah, fuck, was da ist wieder passiert. Geil. Bevor ich da noch reinfalle, gehen wir lieber mal weiter. Ich will reinfallen. Oh nee. Oh, guck mal, was ich gemacht habe. Ich bin da rüber gesprungen. Guck. Ach, Scheiße. Jetzt provozierst du aber. Ja, okay. Auf zur alten Nonne. Mal sehen, was die so für uns hat. Ich will endlich mal aus diesem scheiß Gebiet hier raus. Ach du Scheiße. Oh, ey, übel. Ja. Boah, ne. Ich hab ne fette Machete von der bekommen. Ach du Scheiße, ist die fett. So eine richtig seltene Waffe. Oh, holy shit! Alle, die ist so groß wie du. Ehrlich? Nee. Ey, verdammt, die hätte ich aufrüsten müssen. Mal gucken, ob ich noch... Hey, mach doch. Ja, ich weiß nicht, ob ich die nötigen Sachen dazu hab. Ich könnte mal meinen Knüppel aufrüsten und Stacheldraht umwickeln. Ach du Scheiße. Was fehlt mir denn? Wo hab ich's denn? Starkstrom. Mir fehlen Batterien und Klebeband. Guck mal nach, ob du das hast. Batterie habe ich. Und Klebeband habe ich auch. Jawohl, gib mal alles rüber hier. Soll ich ihm wieder helfen, dass er wieder bessere Waffen hat? Oh Gott. Ich kann dir meine andere Machete geben. Oh, jetzt habe ich... Die schlechtere? Ja, nee, die war voll gut eigentlich. Aber nicht die, die ich mal weggeworfen habe. Und das kaputte Militärmesser. Ja, geil. Mit 0%. Batterie und... Wie viel einmal von jedem? Nee, gib mal alles, was du hast. Ich weiß nicht, wie viel ich doch brauche. Gott.
Als würde ich selber nicht. Ich brauche doch auch noch. Ich gebe dir mal eine Batterie, ein Klebeband. Gott, ist er wieder geizig. Nein, ja. Hab ich. Wieso wurde der nicht abgeschlossen? Doch, wurde doch. Mir fehlen immer noch welche, ne? Ja, wie viel brauchst du? Ich verstehe das da nicht. Nee. Gott, oh Gott. Warte mal. Ich hab. Mann. Eine Batterie insgesamt. Mir fehlen noch zwei Batterien. Und noch ein Klebeband, glaube ich. Die Machete Stufe 29, ich bin 24. Achso. Ja, hast du jetzt noch Batterien? Ja. Wie viel? Genug. Ich glaube 4 oder 7 Stück. Gib mal 2. Und noch Klebeband. Wie viel? Auch 2. Klebeband. Um auf Nummer sicher zu gehen. Hab ich gerade noch 2. Jawoll. Ja! Ey, richtig geil. Warte, jetzt werde ich noch. Boah, jetzt werde ich die Machete nochmal aufrüsten. Das kostet natürlich wieder unendlich viel. Deine Finanzkrise. Ey, richtig geil, Mann. Ey, danke. Alter, ist die fett. Oh, ich kann dich auch aufrüsten. Ja, nee. Na, geil, kann ich nicht. Was willst du denn aufrüsten? Mir fehlt eh zu viel. Für einen Schocker. Giftverteil. Ach, egal. Was ist der Schocker eigentlich? Ich glaube, das war für die Dinge, oder nicht? Für die Messer. Keine Ahnung, kann sein. Das, was wir auch immer haben, so Machete mit Starkstromen. Hä? Nur Schocker halt. Keine Ahnung. Ja, egal. So, ich glaube, wir müssen. Ich will es kurz drauf anlegen. Oh! So, wir müssen einsteigen und hoffentlich geht's hier endlich weg. Ja, wir gehen zurück zum Resort! Oh, geil. Richtig. Keine geil, gute Tat. Kapitel 8. Immer noch? Leider. Was will die denn fahren? Ah, ne, fährt. Was, bei dir geht's schon weiter? Ja. Und mir ist noch Dings, Ladevorgang. Boah, wie lange denn noch? Bleib doch stehen! Ach du Scheiße, da. Bist du drin? Ja. Boah, voll geil, Alter. Ich bin Busfahrer. Fährst du? Ja. Ach, hier ist der Linksverkehr, stimmt ja. Voll gay. Ich würde gerne so ein Cabrio draus machen, irgendwie so das Dach wegschneiden. Ja, genau. Ist ja viel geiler. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Zu dieser Fahne? Ja, das weiß ich. Oh Gott, das weiß ich auch. Gott! Ach so, wir müssen ja zum Rettungsschwimmer-Dings zurück. Und denen Nahrung bringen. Genau. Was könnte ich noch so machen? Während du fährst, müssen mal die Karte überprüfen. Immer geil, wenn einer fährt und der andere was macht. Das ist ein richtig, richtig geiles Feeling. Aber echt? Ich verstehe diese. Genauso wie wenn jemand auf der Matratze schläft bei dir. Sehr geil. Das ist so geil. Ich habe bei ihm übernachtet und er hat sich voll gefreut, dass ich auf der Matratze geschlafen habe. So ein richtiger Fanatiker, so, oh, so geil da unten, dass da jemand schläft. so geil. Ja, wie dem auch sei. Ey, hast du wieder Bock auf der Matratze zu pennen? Ja. Ja, das kann sich sehen lassen, oder? Ja, auf jeden Fall. Gibt's nichts einzuwenden. Alter, beeil dich mal. Ja, was soll ich machen? Ich kann auch nichts mit alles fahren. Leg doch Nitro ein. Oh, Nitro. Need for Speed. Die scheiß Karre so lahm fährt. Jetzt schiebt er es wieder auf die Karre. Ich geb durchgehend Vollgas. Ach du Scheiße. Gott, das wäre der Baum da im Weg.
Scheiße. Alter, wenn ich die Gegend wieder sehe, ne? Ja, aber echt. Richtig oldschool. Auf jeden Fall. Oh, jetzt sind wir. Oh, guck mal, da ist unser geliebtes Heim. Trautes Heim. Endlich sind wir wieder da. Trautes Heim, Glück allein. Das geile endlich automatische Rolltor. Ja, stimmt. Du musst die Karre da hinten einparken. Ehrlich? Ja, das sind 2 Meter nach hinten. So unnötig. Boah, 5500 EP. Ey, die Karre kann sich auf jeden Fall sehen lassen, schon die mal an, so von der Seite. Richtig geil. Auf jeden Fall. Und dieser Stoßdämpfer hier ist ja richtig geil, mit den Spikes da vorne dran. Boah, so Zombies schön anfangen. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Part. Wir sind wieder zurück im Paradiesgebiet und genau. Das freut uns so sehr. Denn jetzt könnt ihr wieder eure Cocktails auspacken und was weiß ich alles, eure Ananas holen und dazu verspeisen, was auch immer. Gesell dich hierher und zum Abschluss noch die Aussicht. Ja, genau. Richtig geil. So Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir würden uns sehr über eine konstruktive Kritik freuen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, oder einen Daumen runter, wenn nicht, und schreibt dazu, wieso es euch nicht gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir bedanken uns natürlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo Leute, bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.